Welcome to Crony's YouTube channel. Leave a like. Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprünge Spritzer. Crony ist hier am Start und heute geht es auf jeden Fall um den Dampfsprenger, den man hier wieder bekommen kann seit dem neuen Event hier in den legendären Trollschatz-Lamas. Da gibt es jetzt auch die ganzen hydraulischen Waffen und der Dampfsprenger ist eine davon. Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Wenn ihr den gezogen habt, wenn ihr den zieht, ist auf jeden Fall mein persönlicher Lieblingsraketenwerfer. Ich finde den absolut am geilsten. Und ich erkläre euch jetzt auch, warum ich den als besten Raketenwerfer sehe. So, da gehen wir jetzt erstmal, bevor wir dir erstmal um die Skillung gehen und so weiter, ich werde die nachher auch noch umskillen, schauen wir hier erstmal in den Rucksack, warum ich ihn am geilsten finde. Und zwar gucken wir uns jetzt hier einfach mal den Wert an mit dem Einschlag hier unten. Ja, hat auch große Nebelmonster, Smasher und so weiter wegstoßen, hat der 17.700 Einschlag. Das ist brutal viel, ja. Wir merken uns hier auch mal die Nachladezeit von 1,6 und gehen jetzt mal weiter auf die Bazooka zum Beispiel. Ja, die hat nun einen Einschlag von 14.000, was aber immer noch gut ist. Das ist wirklich immer noch vernünftig und sie hat dafür nur 0,9 Nachladezeit, ja, also rein theoretisch würde die in kurzer Zeit mehr Damage machen. Ich finde hier eine Nachladegeschwindigkeit von unter einer Sekunde ohne Boni finde ich schon wirklich extrem, ja, also da knallst du die Dinger einfach weg, ja, das ist so teuer, das ist so unglaublich teuer, finde ich sogar fast schon zu schnell, ja, und ein bisschen weniger Einschlag. So, das merken wir uns mal, gucken hier mal auf die beliebten Kürbiswerfer. Ist kein sonderlich guter Werfer, bin ich der Meinung. Aber er macht trotzdem brutalen Damage, das ist klar. Vor allem, weil man den hier Crit Damage perken kann. Aber hat nur einen Einschlag von 10.000. Also zum Zurückstoßen von Gegnern ist er echt nicht gut. Der ist wirklich ausgelegt für kleine Gegner und nicht für sonderlich große Smasher. So, dann haben wir hier noch den Edelwerfer. Den können wir natürlich gar nicht damit vergleichen. Ist ja ein komplett anderes Spielprinzip. Wir gucken hier trotzdem mal rein. 7.000 Einschlag. Reicht, um diese Huskies zurückzuschmeißen. Aber für mehr halt natürlich auch nicht. Und ja, so, jetzt gucken wir uns erstmal die Skillung davon an. Ich habe den hier auch auf Full Legendär und ich bin auch gerade am überlegen, ob ich den umskillen soll. Warum habe ich ihn so geskillt? Also ich zeige euch erstmal, wie ich denke, dass es am effektivsten sein würde. Das wäre mit 30% Schaden hier, 30% Schaden hier und Energie hier. Natürlich will man ja beim Raketenwerfer, dass der immer gleich viel Damage raus hat, dass das eine zuverlässige Waffe ist, die auf jeden Fall immer die Kleinen und die Huskies so schnell wie möglich tötet. Und da will man natürlich nicht auf Glück spekulieren. Ja, stirbt der Husky jetzt oder stirbt das Kleine jetzt mit einem Schuss oder brauche ich da doch noch einen zweiten dafür? Weil eben das brutal teuer ist, ja, solche Dinger herzustellen die ganze Zeit. Und deswegen würde ich hier wahrscheinlich sogar auf Schaden gehen, hätte ich ihn noch nicht geskillt. So, warum habe ich ihn so geskillt, wie ich ihn hier geskillt habe? Ich stehe absolut auf hohe Crit-Zahlen, ja, ich finde das so geil, Alter, kriege ich einen halben Ständer in der Hose, wenn da 300.000er Hits oder so stehen, das finde ich einfach geil, das gefällt mir einfach, deswegen hatte ich ihn hier so geskillt, kritischen Schaden, kritische Trefferwertung und auf physisch, weil er dann natürlich auf physische Gegner am allermeisten Damage macht, weil er hier 44% Schaden hat und gegen physischer macht er ja eh 100% Schaden, da kriegst du dann halt einfach die größten Crit-Zahlen raus, ja, deswegen hatte ich ihn so geskillt. Ich skill ihn jetzt aber mal so um, wie ich ihn euch empfehlen würde. Okay, das kostet 1500, das ist immer so teuer mit dem Vorteil fix. Und es kommen ja noch so viele Waffen, die da noch rauskommen. Okay, nee, ich lasse das. Also, aber für euch auf jeden Fall hier 30% Schaden draufballern, 20% Energie und hier nochmal 30% Schaden. Ich wollte es jetzt eigentlich machen, aber ich habe mir überlegt, es sind jetzt so viele Waffen dazugekommen aus den Lamas. Ich brauche diese Vorteil fix einfach für andere Tutorials. Deswegen lasse ich ihn so, wie er ist. Jetzt gehen wir hier mal in die Zentrale, gucken uns die Heldenkombination an, die ich hier benutze. Hier den 8-Bit-Demo, ist absolut geil, den gab es jetzt neulich im Event-Store. Wenn den einer von euch hat, dann auf jeden Fall zocken. Es gibt aber auch noch andere Demolierer, ja, also das ist nicht der einzige, den es gibt in der Form. Es gibt andere Demolierer, die könnt ihr auch jetzt noch bekommen, falls ihr den 8-Bit-Demo verpasst habt. Ihr müsst einfach nur gucken, dass da Konstrukteur-Demolierer steht. Als zweites habe ich hier 20% Energieschaden drin. Wie gesagt, mein Dampfsprenger ist eigentlich gerade noch auf physisch, deswegen bringt das nichts, aber ihr solltet ihn eigentlich auf Energie spielen, dann ist er einfach gegen alle Schadensarten gut und dann könnt ihr hier 20% Energieschaden reinballern. So, als zweites habe ich hier den Machbasiskeil, da gibt es auch den ein oder anderen Schlingel, der hier lieber den Köder verursacht, regelmäßigen Abständen Schaden. Das ist hier so ein Wegebener, den könnt ihr natürlich benutzen, wenn ihr wollt. Ich finde Wegebener, dieses verursacht regelmäßig Schaden, ja, schön und gut, aber das ist einfach so unglaublich wenig Schaden. Das turnt mich einfach gar nicht an, dann nehme ich lieber den anderen rein. Der macht immer schöne kleine Explosionen nach einer gewissen Zeit. Ich glaube, wenn 30 Gegner gestorben sind oder so. Und ja, deswegen lassen wir hier auf jeden Fall den Machbasiskeil drin. Jetzt würde ich sagen, schwingen wir uns mal ingame und ich zeige euch die ganzen Raketenwerfer mal ein bisschen im Vergleich. Und zeige euch auch,
dass der Dampfsprenger halt einfach eine absolut sexy Waffe ist. So, jetzt gucken wir uns die ganze Nummer mal hier schön in der Vierer-Mission an. Wir haben hier schön eine kleine Base gebaut, Schussbunker evakuieren. Hier in der Mitte habe ich meins gestellt, dass ich hier einfach überall rumlaufen kann mit meinem Demolierer. Und ihr seht auch, wie ultra langsam, auch jetzt baut ihr das zu, ist doch nicht sein Ernst. Da wollte ich doch jetzt die ganze Zeit schön drauf knallen von hier oben. Wie langsam der Raketenwerfer hier kaputt geht, ja. Also Dampfsprenger, finde ich so, hat echt eine gute Geschwindigkeit. Wir können es auch gleich nochmal vergleichen mit den anderen Werfern, das ist klar. Also gucken wir mal, neu gespawnter Smasher, den haut es einfach richtig zurück, ja. Das ist wirklich geil. Die Crits finde ich hier halt auch super lecker. Klar sind das jetzt Elementargegner. Die kleinen sterben aber sowieso mit einem Hit. Normale Hits habe ich jetzt hier gesehen, 125.000, 140.000 Crit. Mal gucken, wie hoch wir da kommen. 125.000 normal. 180.000, ich habe vorher noch einen größeren Hit gesehen, 360.000, holy shit, der Typ war sogar auf Level 93 One-Shot, okay, aber hier knallt es auf jeden Fall erstmal alles zurück, zack, zack, ja, 360.000 ist, denke ich, so der größte Hit, den man hier sehen kann, und das feiere ich halt auch einfach, das finde ich geil. So, jetzt haben wir hier so lange mit dem Ding rumgeballert, jetzt ist es auch langsam mal kaputt, zack, da haben wir schon den nächsten in der Hand, das wollen wir nicht, wir testen jetzt mal die Bazooka. Der Kollege, den ich hier spiele, der hat natürlich auch Nachladegeschwindigkeit als Passive, wenn man so will. Aber das ist ja einfach jetzt geisteskrank, oder? Ich kann ja die ganze Zeit durchgehend schießen. Was machen wir hier für Hits? 140.000er Hits, also gar nicht mal. 160, 170, 170. Okay, knapp 100.080er Hits, also 176.000er Hits. Das knallt natürlich auch schon rein. Vor allem auf die Nachladegeschwindigkeit ist das auch echt eine leckere Nummer. Muss ich sagen, finde ich auch total geil, ja? Finde ich hier aber fast ein bisschen arg schnell. Da haut man einfach die Muni raus. Das wird so schnell teuer, wie ich vorher schon erwähnt habe. Wenn man so schnell schießen kann, dann tut man es natürlich nämlich auch. Ob es nötig ist oder nicht, ist dann wieder die andere Frage. Ja, gut, knallt schon auch echt gut rein. Okay, ist jetzt auch leer. Packen wir hier noch den Kürbiswerfer rein. Der ist aber leider nicht auf Full Leggy. Und es sind natürlich Eisgegner gegen den Feuerraketenwerfer. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Da kriegen wir ja gar keinen Damage raus. Holy shit, sind hier wenigstens mal ein paar Nicht-Elementare. Das macht hier so echt keinen Sinn. Das kann man ja so nicht gescheit testen. Ah doch, hier habe ich auf den Nicht-Elementaren trotzdem 209.000er Hits gesehen. Ey, diese behinderten Taktdinger da mit dem Schild, ey, die machen mich so sauer. Okay, hier macht es halt echt absolut keinen Sinn mit 40.000er Damage. Aber ich würde sagen, der macht so auf normale. Hier haben wir noch einen normalen. Haben wir auch wieder einen 210.000er Hit gemacht. Das ist schon mal ganz lecker, muss ich sagen. Hier eine 90.000er. Ich würde sagen, der macht so auch so 100 bis 250.000 Damage. So kacke ist er natürlich auch nicht. Vor allem macht er absolut Spaß. Und ist halt so ein Mix zwischen schnell nachladen und Damage. Aber ich weiß es nicht, so vom Feeling her und von allem her, vom Aussehen und dies und das. Vor allem auch die hohen Crits mit 360.000. Die finde ich einfach geil, ja. Hier sogar auf dem Elementar-Typi 250.000er Hit. Also finde ich einfach lecker. Macht Spaß, macht Bock, extrem Damage, hat Rückschlag bis zum geht nicht mehr. Ja. Ich denke, ihr sollt gesehen haben, warum das mein Lieblingswerfer ist. Ich fahre einfach voll auf den ab. So, nochmal ganz kurz zurück, Freunde. Zwar sind die 10 Minuten noch nicht voll, Kappa. War natürlich nur ein Spaß. Der Onze hat mal gesagt, er weiß nie, was ich so wirklich aus den Event-Shops und wöchentlichen Shops kaufen soll. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich auf jeden Fall einmal die Woche meine Meinung dazu sagen. Was natürlich klar ist, zur Kupfer-Eisbiss kommen wir gleich. Beziehungsweise können wir auch gleich kommen. Das war ja früher so eine super seltene, mega seltene Tauschwaffe und so weiter. Ist natürlich jetzt hinfällig, ist nicht mehr sonderlich selten. Die Waffe an sich ist auch relativ scheiße, muss man wirklich sagen. Die ist nicht gut. Würde ich deshalb auch nur kaufen, damit man sie halt einfach hat, ja. Einfach damit man sie hat. Gut ist sie auf keinen Fall. Da gibt es eindeutig bessere Sniper. Wenn ihr die unbedingt spielen wollt, warum auch immer, mir wird kein Grund einfallen, dann kauft sie euch, um sie zu spielen. Aber ansonsten würde ich sie wirklich nur kaufen, damit man sie halt hat. So, legendäre Kraftquellen ist natürlich immer nice, wenn man noch kein hohes Level hat und alle Champions hat. Damit kann man nämlich Purple Champions aufwerten auf legendäre, deswegen ist das auf jeden Fall nice. Da gucke ich immer, dass ich so von diesen legendären Kraftquellen immer so, 200 bis 300 übrig habe. Dann kann ich immer 2-3 Champions, falls ich das will, upgraden. Kann man natürlich auch gerne mehr auf Lager haben, je nachdem wie viel man zockt. Waffenlager-Slot
baller ich mir eigentlich nur rein, wenn das Gold irgendwo hin muss. Purple Skizzen würde ich mir generell eigentlich auch nicht kaufen, zumal auf jeden Fall nicht die Scar. Häuserkämpferin eigentlich auch nicht, zumal man da ja jetzt neulich welche gratis gekriegt hat. Also Purple Sachen würde ich hier eigentlich aktuell gar nichts empfehlen. Überlebende auch nicht, die kann man nämlich trotz legendärer Kraftquellen auch nicht aufwerten, die bleiben immer Purple. Sturmsplitter sind eigentlich ganz nice, die würde ich mir auf jeden Fall snacken. Auge des Sturms würde ich mir snacken, werde ich mir auch noch snacken. Blitz in der Flasche werde ich mir holen. Epische Kraftquellen würde ich nicht kaufen, weil Blau auf Purple und dann auf Gold ist also puh, viel zu teuer. Regentropfen auf jeden Fall kaufen, Vorteil Plus auf jeden Fall kaufen. Seltene Kraftquellen würde ich nicht kaufen. Grüne Sachen sowieso nicht, Vorteil Fix auf jeden Fall kaufen. Vorteil Fix ist somit das Wichtigste in dem Job. Das hole ich mir immer, die volle Stückzahl, weil das halt einfach geil ist. Ja? Die Stampede würde ich mir jetzt nicht unbedingt holen, ist keine sonderlich gute Waffe. Vielleicht werde ich sie mir holen, aber auch einfach nur, weil ich 6200 von diesen Punkten habe. Wandstacheln finde ich auch nicht sonderlich gut. Also wenn ihr davon wenig Ressourcen habt, auf jeden Fall die zwei da unten, würde ich mir nicht holen. So, dann gehen wir jetzt noch ganz kurz auf den Event-Gegenstände-Shop ein. Flugpionierin auf jeden Fall holen. Ich frage mich auch, warum die jetzt nochmal hier drin ist. Verstehe ich nicht. Ich habe die ja schon gekauft. Gibt sogar ein Video auf meinem Kanal. Da könnt ihr dann auch verstehen, warum die so krass ist. Also holt die euch auf jeden Fall. Die ist absolut heftig. Könnte sogar der Champion mit dem meisten Damage Output sein. Waffenlager-Slot hier wieder das gleiche wie auf der anderen Seite. Nur kaufen, wenn man es wirklich goldlos werden muss. Bazooka würde ich mir kaufen. Ist eine geile Waffe. Habt ihr jetzt auch gerade im Video gesehen. Taugt auf jeden Fall einiges, ist cool, einfach mal nice to have. Kupfer Zuckzuck ist auch eher eine Waffe, die witzig ist. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das eine sonderlich gute Waffe ist. Ich werde sie aber auf jeden Fall noch testen. Also wir werden die Pistole auf jeden Fall noch testen. Wartet auf jeden Fall, bis das Video online kommt. Dann könnt ihr euch eine genaue Meinung darum bilden. Raufboldin Luna ist kein sonderlich guter Charakter, muss ich sagen. Deckenelektrizitätsfell ist eine geile Falle, würde ich mir holen. Überlebender auf jeden Fall holen. Verteidiger, Scharfschütze auch auf jeden Fall holen. Zusammen mit der Verheerer absolut pornös. Ja, so. Und jetzt wirklich bis bald.